Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Space Engineers hier auf dem Kanal. Ich grüße euch, schön, dass ihr den Weg wieder gefunden habt. Der Bohrer ist gelandet, meine Lieben, aber der Bohrer hat noch ein entscheidendes Problem. Ihm fehlt noch eigentlich seine ganze Triebwerkskraft, um ihn wirklich auch sinnvoll bewegen zu können. Fehlen auch noch ein paar andere Sachen, die wir jetzt eigentlich gar nicht so wirklich auslassen können. Und zwar unter anderem Gyroskope. Dieses Gyros will ich auf jeden Fall hier anbauen. Und da fehlen uns jetzt auf jeden Fall auch noch Ressourcen für. Stahlplatten in dem Fall. Das Gute ist, wir haben hier Zugriff auf alle Cargo-Container, weil wir hier angeschlossen sind. Und ich suche jetzt Stahlplatte. Oh. Apropos, während ich hier jetzt eh schon ein neues Aufnahmesession mache, gehe ich hier gleich auf Demontieren und haue jetzt mal wieder tausender Stacks rein. Ich habe herausgefunden, wo das Problem hier lag. Das Grundproblem hieran war, sobald du das Spiel speicherst und neu lädst, geht es von Demontieren wieder auf Montage und produziert den ganzen Plunder wieder. Deswegen habe ich so viel davon. Das wird jetzt alles hier, was hier reinkommt, wird zerlegt werden, Stück um Stück. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt einfach dummerweise die Stahlplatten vergessen. Und ich bin auch komplett neu, weil ein neues Update durchgerumpelt ist. Aber das macht nichts, das kriegen wir jetzt nach und nach auf die Reihe. Schaut mal, wie viel da Zeug drin liegt. Also das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Das ist alles in der Nanite Facility, das nehme ich alles mit. Dann nehme ich mir noch ein bisschen davon mit, ein bisschen davon. A little bit here, a little bit there. Stahlplatten haben wir da? Keine mehr? Okay, es wird auf jeden Fall wegtransportiert, das ganze Zeug. Aber mir fehlt gerade Lagerinventare. Stahlplatte. Platte? Wir haben keine Eisenplatten mehr. Warte mal kurz. Produzieren wir mal ein bisschen Stahl. Dann produzieren wir Herstellungskomponenten. Da läuft auch noch so viel durch. Da produzieren wir Reaktorkomponenten. Auch immer wichtig, auf Vorrat ein bisschen zu haben. Hier machen wir auch noch ein paar Stahlplatten her. Und hier auch noch mal ein paar Herstellungskomponenten. Einfach nur, um welche wieder zu haben. Ein paar Computer. Die unterstützen sich ja normalerweise alle gegenseitig. Aber ich brauche einfach ein bisschen was auf Vorrat hier. Gut, und dann ziehen wir die Herstellungskomponenten nach vorne, damit die auch produziert werden. Und ich kann jetzt hier hoffentlich Stahlplatten abgreifen. Wenn auch nur ein paar. Das reicht mir ja schon. So. Und jetzt drehen wir die raus und machen das so. Warte kurz. T muss ich machen. Dann dreht er das nicht. So. Na, das war nix. So. Ich mache einfach nur mal eine ganze Reihe Gyros hier ran. Ah, das hat er wieder gedreht. Ach, N wäre auch noch eine Möglichkeit mal zu machen. Die Symmetriebau. Das gibt es nämlich auch in Space Engineers. Ich habe das wieder vergessen gehabt. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie es ging. Da muss man, glaube ich, die Symmetrieachse auch irgendwie festlegen nochmal. Es kommen auf jeden Fall jetzt ein paar Gyros ran, weil der Kahn einfach unfassbar schwerfällig wird, wenn er zu groß ist. Aber das reicht jetzt schon. Wie gesagt, das kann man sich in Ruhe fertig bauen lassen. So, Stego haben wir hier. Der geht aber noch nicht durch. Der geht jetzt momentan bis hier. Auch da könnten wir mal den Laufsteg etwas erweitern. Laufsteg, den Catwalk unserer kleinen Errungenschaft hier. Mal so. So, so. Nee, so. Und dann haben wir hier das Problem. Nee, dann müssen wir hier auch nochmal eins rausgehen. Das könnte schon ein bisschen knapp werden irgendwie. 7. So, und dann machen wir jetzt den hier. Und dann hier müssen wir jetzt nochmal gucken.
Okay, so. Weil das Ding ist nämlich eigentlich dafür gedacht, warte mal kurz. Nee, so rum, so rum. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe hier den falschen Punkt erwischt. Nee, so, so, ja. Bis hierhin mal, bis zur Abgrenzung. Ja. Kann man machen. Ist aber blöd, wenn man so macht. Okay. Ich komme am nächsten raus. Das ist hier. Okay. Ja, pass auf. Dann machen wir mal Folgendes. Wir haben hier einen Cargo-Container. Wir brauchen ja im Prinzip jetzt nur warten, bis das alles wieder zurückkommt. Lagerinventare. Dann sage ich hier Nanite. Hier sollte ja eigentlich in der Facility was reinkommen. Genau, da ist es schon. Gut, okay. Dann nehme ich das mit, das damit. Das da. Das auch ein bisschen. Das lasse ich mal hier drin. Das können wir auch mal mitnehmen, so sicherheitshalber. Gut. Okay. Fast wieder glücklich. Als wäre nichts gewesen. Gott, mag ich diese kleinen Drohnen. Falsche Richtung. So, hier machen wir das gleiche Prinzip jetzt wieder, aber diesmal machen wir es von der ich nicht weggehenden Perspektive. Ja, können wir das hier hinbauen? Nee, oder? Nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich nicht, ja, nicht ranbauen kann. Okay, deswegen habe ich das damals wahrscheinlich auch so gemacht. So, warte mal kurz. Sieht man ein bisschen schlecht. Ich mach mal Licht an. Jetzt kann ich aber, glaube ich, wieder weiterbauen, oder? Oder geht das nicht? Doch, ja. Jetzt geht's. Wenn ich nämlich auf der Geraden stehe, dann schaut das nicht nur, nicht nur sauber aus, sondern dann geht das auch nämlich wirklich gut. So, machen wir das mal bis hier hinten. Dann hätten wir jetzt bis zum Ende vom Schiff, kommen wir jetzt hier unterhalb der Triebwerke, können wir jetzt hier gerade auf dem Catwalk außen laufen. Hier weiß ich noch nicht, was wir draus machen. Okay, jetzt gucken wir uns den Bohrer mal an. Ja, da sind noch ganz viele, ist nicht in Ordnung. Aber hier ist doch irgendwo ein Explosions... Also hier, es hat einen Bohrer weggerissen, das weiß ich noch. Ach, das waren die Randbohrer, ja. Die Randbohrer sind ein bisschen zu spärlich, ne? Also die brauchen auf jeden Fall mehr Wucht auch an den Seiten. Das heißt, wir sollen uns jetzt Bohrer schnappen. Das sollten wir tun. So, das ist nämlich jetzt... Was wir hier machen, ist ja die Grundplatte, die wir hier befüllen. So, hier kommt jetzt noch einer her. Und dann kommt hier noch einer her. Und das machen wir an allen Enden. Die sollen ja wieder hier ein bisschen mehr Schmackes reinkriegen. Da hat es auch irgendwas weggerissen. Das ist nämlich nicht original so. Weil da müssen auf jeden Fall zwei drin sein normalerweise. Dann passt das nämlich auch. So, dann machen wir jetzt hier auch nochmal einen Bohrer her. 7. Die sind auch versetzt. Der Bohrer ist falsch hier. Ach nee, Quatsch, der ist richtig. Der ist bloß an der falschen Stelle. Jetzt. So. Das sind die Bohrer, die in die Seiten rausdriften. Gleiches Prinzip auch hier wieder. Die sollen ein bisschen die Seiten abschrägen, abfräsen. Hier fehlt aber wirklich einer. So. So, und hier kommt auch nochmal einer rein. So. Und jetzt machen wir das Print des... Oh, da hat es wirklich ein paar Sachen zerlegt. Weil das ist eigentlich nicht so gewesen. So. Und das ist jetzt folgendermaßen. Was machen wir hier? Könnten wir die Reihe nochmal weiterbauen.
Aber jetzt gucke ich mal schnell, wie es von außen aussieht. Das Ding dreht sich ja und zwar gar nicht mal so langsam. Hat das nämlich auch Fräsen an der Seite. Die erzeugen ja auch nochmal ein bisschen Möglichkeiten. Aber wir können uns hinter dem Bohrschild noch verstecken. Wir könnten es natürlich größer machen, dann wird es immer runder irgendwann. Das Problem ist bloß, ich komme... Das ist ja übergestülpt quasi. Und dann kommt das irgendwann an die Limits von den Triebwerken, die nach oben zeigen aktuell. Müssen wir mal gucken, ob wir das haben wollen. Wie schaut denn jetzt eigentlich... ich lande mal ganz kurz und gehe mal in den Luftbereich. Wie schaut denn das jetzt eigentlich hier drinnen aus? Ich muss mal auf der Brücke gucken. Es kam jetzt ein neues Update. Damit kann man neue LCD-Panels sich... nee, das wollte ich nicht. Neue LCD-Panels sozusagen sich organisieren. Aber das wollte ich jetzt gerade gar noch nicht. Warte mal kurz. Wir machen das mal so. Wir machen das so. Und dann machen wir das so und schauen mal in die Systeminventare. Dann machen wir Gold noch ein bisschen. Und Silber, damit er wenigstens die Grundproduktion mal laufen kann. Hier brauchen wir Gold und Platin. Gut, wir müssen eh dann nochmal los und Platin beschaffen. So, und die Raffinerien hier verarbeiten natürlich hoffentlich auch ein bisschen Erze. Momentan verarbeiten sie nur massenhaft Silber. Machen wir so, damit hier ein bisschen von allem irgendwie erzeugt wird. So. So, jetzt mal hier noch ein bisschen mehr Eisen, weil Eisen fehlt uns, glaube ich, gerade auch massiv. Wenn da mehrere Raffinerien jetzt Eisen generieren, dann haben wir, glaube ich, da eine relativ gute Bandbreite von. Weil dann kann nämlich die Produktion nämlich jetzt auch ordentlich mal laufen. Gut, okay. Das sollte ganz gut aussehen. Ich denke, das passt schon. Eine Produktion hätte ich allerdings noch gerne. Vielleicht in der hier, weil die produziert, glaube ich, auch gerade nichts. Silizium. Dann haben wir davon noch ein bisschen was. Und davon noch ein bisschen was. So, dann produziert die nämlich auch schon ein bisschen. Die müsste eigentlich auch schon längst loslegen. Weil ich sehe nicht, dass die irgendwas sich zieht. Naja, mal gucken. Okay. Gut. Jetzt gehen wir nach oben. Moment, Aufzug. Okay, jetzt brauche ich LCD. Und zwar die variablen Displays. Die passen ja jetzt hier nicht ran, richtig? Ja, die gehen hier nicht ran, weil ich auf dem falschen Grid gebaut habe. Aber hier könnte ich mir zum Beispiel auch ein LCD hinschrauben lassen. Hier geht es wieder nicht. Hier ginge es. Hier nicht, aber hier wieder. So, machen wir mal ein paar LCDs her. Generell einfach ein paar Informationen, vielleicht ein paar Logos einbauen, damit das Schiff nicht so karg aussieht. Ach, an die Dinger könnte man auch LCDs hinschrauben. Das sieht, glaube ich, auch cool aus. Ich will jetzt mal mit den LCDs ein bisschen rumprobieren, rumexperimentieren. Moment. So. Hier könnte man auch theoretisch eins, aber dann ist das mit dem Licht doof. So. Und jetzt, meine Lieben, jetzt kommt der LCD-Overkill. Ich bin mal gespannt, was nämlich mit diesen ganzen LCD-Displays hier alles möglich ist. Ich baue jetzt einfach mal eine Reihe auf hier oben. Einfach, weil ich es auch wissen will, was geht und was nicht geht. So, wie weit sind wir da? Bis zur vorletzten, okay. Dann bauen wir jetzt hier nochmal eine Reihe auf. Eine kleinere. Und hier hinten kommt auch nochmal was her. Und wenn es nur Deko ist, was hier hinten herkommt. Mal gucken. So. Das bauen, lassen wir jetzt mal bauen. Das dauert seine Zeit, aber das wird bestimmt auch geil aussehen, wenn das mal fertig ist. Ganz kurz noch. Kommando. Kontrollen. Nee. Was kann man dann sitzplätzemäßig? Kontrollstationen.
Passagiersitze haben wir noch gar keine, auch hier oben drin nicht. Ich finde, dass für eine Brücke sollten auch Passagiersitze dabei sein, auch wenn es gar keine Brückenbesatzung hier ist. Aber so Passagiersitze finde ich wichtig. Sitz. Was gibt es noch? Kontrollstationen mit Display, auch wichtig. Vielleicht auch nach außen gerichtet, so zwei Stück nach außen gerichtet, damit einfach auch hier der, ich sag jetzt mal, Bohreraspekt auch zur Geltung kommt. Die waren nach ganz außen gerichtet, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Na, die sollen die Bohrerbreiten steuern und so Zeugs. Na, ich muss mal gucken, habe ich das ganz rausgesetzt? Ja, das habe ich ganz rausgesetzt. Und nach hinten gibt es jetzt hier auch nochmal eine Kontrollstation. Einfach nur, um das wirklich zu diesen epischen Brückencharakter hier zu stärken. Genau, hier könnte man jetzt auch eigentlich eine noch hinbauen. So ein Flugsitz nochmal. Das ist einfach... Es muss ja auch nach Brücke aussehen, das ganze Schiff. Und das tut es momentan halt auch überhaupt nicht. So. Hier würde ich auch noch gerne irgendwie Monitore hinklatschen. Warte mal kurz. LCD. Da haben wir doch mehrere breiter LCD. Na, also. Hier oben hätten wir ja theoretisch den Platz. Drei, vier Stück. Beginnend ab hier. Eins, zwei. Ihr hört schon, die Drohnen sind schon dabei. Und noch einen, glaube ich. So. Ja. Na, die sind hier, die wursteln schon. Na, also. Und jetzt bin ich halt echt auch mal, nee, nicht aufmachen. Zumachen. Okay. Ach, die GPS-Koordinaten sind ja alle an. Ihr habt da auch gesagt, Doppelklicken hilft da auch schon. Aber auch ein super Tipp, den vergesse ich jedes Mal wieder. Und dann denke ich mir, ach Mensch, da musst du doppelklicken, dann geht das wieder. Und dann vergesse ich es wieder. Ist jedes Mal so. So. Content, Text and Images, Monospace. Achso, ja, okay. Testing Area. Aspect Ratio? Nee. Mal Debug. Weapon? Nee, pass auf. Iris Open? Auch geil, oder? Was gibt's noch alles? Green Alert? THW? Quatsch. Bombtechniken. Nee, das will ich alles gar nicht. Es gibt doch jetzt diesen neuen Dinger. Landscape. Jawohl, schön. Erstmal Foto vom Wald. Widescreen Grid? Was ist Grid? Grid. Okay. Wir machen aber anders. Wir machen mal Script. Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Artificial Horizon. Okay. Dann will ich aber trotzdem Text auf das, was jetzt drauf ist, entfernen und gegen Online tauschen. Ne, nicht Online. Online ist doof. Warte mal kurz. Ich entferne das nochmal. Mach jetzt, ändere das mal wieder auf Script. Ah, okay, dann ist das so. Der Hintergrund. Machen wir das mal dunkel.
Okay, das ist der künstliche Horizont. Also das Gefühl. Da müssen wir nochmal rumexperimentieren, wie das dann auch später aussieht. Meine Lieben, wie es weitergeht. Wir haben 3G aktuell. Das ist kein Wunder, dass hier alles drauf geht. Meine Lieben, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt. Und bis dahin sage ich danke fürs Zugucken. Habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und ich wünsche euch nur das Beste. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Ciao.